Dann, wenn, genau, wenn Sie jemanden rufen oder jemanden sehen, rufen Sie die Nummer an. Haben Sie die gespeichert? Sehen Sie die? Meiner Tank 4. Alles klar. Danke. Im Abstand von 50 Metern. Ja, und gehen dann in den Hang rein. Das einsame Sammeln von Pilzen im Wald kann auch gefährlich sein. Das musste ein Dortmunder am Mittwochnachmittag im Bereich zwischen Krummenerl und Holbecke am eigenen Leibe erfahren. Der Mann hatte sich auf der Suche nach Steinpilzen den Fuß gebrochen und saß in einem Steilhang fest. Zwar konnte er zunächst per Notruf die Feuerwehr benachrichtigen, die war aber zunächst ratlos, wo sich der Verletzte aufhielt, denn die dürftigen Angaben des Ortsunkundigen reichten zum Auffinden nicht aus. Da der Einbruch der Dunkelheit kurz bevorstand, wurde der Löschzug nachalarmiert, da die Feuerwehr zur Suche möglichst viele Kameraden benötigte. Zunächst wurde der Steilhang in der Holbecke abgesucht, ohne Erfolg. Erst als der Schotterzug in Richtung Steinbruch über die Schienen fuhr, konnte der Mann seine ungefähre Lage mitteilen. Ich sehe die Schienen und einen Bach, gab der Verletzte an. Bei Bahnkilometer 11,2 fanden die Wehrmänner den Mann schließlich in der Böschung. Mit einer Schleifkorbtrage wurde der Mann über mehr als 600 Meter entlang der Bahnstrecke zum bereitstehenden Rettungswagen gebracht. Eine kraftraubende Aktion. Der Pilzsammler wurde schließlich ins Krankenhaus nach Lüdenscheid gebracht. Um 17:30 wurde die Feuerwehr Meinerzang alarmiert zu einer Person, die an einem Steilhang hing oder lag, hat sich selber über Telefon auch bemerkbar gemacht. Nach einer zunächst verkehrten Ortsangabe wurde in der falschen Richtung gesucht. Danach hat sich der Patient über Handy nochmal gemeldet und hat anhand der Bahnschienen und der Kilometerkennung seinen Fundort oder seinen Lageort durchgegeben, somit wir dann noch im Hellen eine Personenrettung durchführen konnten.